So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Franz vs. Trick. Heute probieren wir es mit CM Punk, welcher sich auch so einige Male gewünscht worden ist. Ja, wie bereits in den letzten Folgen erwähnt, schreibt mir euren Wrestler-Vorschlag in die Kommentare, mit welchem ich den Undertaker besiegen soll. Welche WrestleMania-Arena ist das hier? Nehmen wir 29, dann haben wir das Match wenigstens gleich. Ich habe aber das falsche Attire dann wahrscheinlich vom Taker gewählt. Egal, gleiche Strategie wie immer. Ich gucke mir vorher aber noch die Fähigkeiten von CM Punk an, um nichts zu verpassen. Ja. Okay. So, mal gucken. Fähigkeitenliste. Comeback, Sprung nach außen, Sprungbrettsprung, Sprung, Brettsprung, Leverage Pin und Widerstand. Alles klar. Gut. Achso, wahrscheinlich Enderkörner Weiß und GTS, ja. Tiger Bomb, Shining Wizard. Ecke vorne, Diving. Signature Moves wird schwer, wenn wir das bei der Stage probieren. Aber ich probiere mein Bestes. Am Anfang erstmal zurück oder erstmal alles im Ring machen. Ich habe heute noch gar nichts anderes gespielt außer WWE, beziehungsweise nein, das ist das erste, was ich spiele, so meine ich das. Also ich gehe völlig unvorbereitet in dieses Match. Und vielleicht wird es sich zum Guten herausdrehen. Keine Ahnung. It will turn out good. Wie sagt man das auf Deutsch? Wird was Gutes dabei rauskommen. So. Einmal rauf hier. So, wir warten auf den ersten Finisher, dass wir den irgendwie kriegen. Nein, ich krieg's nochmal Neckbreaker ab. Ja. Taunted. Low Weapon. Wird gecountert. Nein. Nein. Oh oh. Es hat er uns. Jetzt hat er uns. Ich hoffe, ich konnte noch. Nein. So. Klack gemacht, ganz laut. So, einmal weit auf den Kopf gehen. War nichts. Okay. So, GTS wird auf Kopf und Körper gehen, je nachdem, wie man ausführt, ne? Normalerweise sollte er auf den Kopf gehen. Soll ja einen ausnocken, zum Schlafen bringen. Aber er hat ihn jetzt in letzter Zeit auch vermehrt als... Ja, mehr als Gutbuster ausgeführt. Oder liege ich dort falsch? Oder liege ich mit dieser Annahme falsch? So, die Whip-Ins wollen irgendwie alle nicht. Aber wirklich, die wollen alle irgendwie nicht. So, Kopf. Neckbreaker. Sitzt. So, da ist der Kopf auch schon gelb. So, komm her, Taker. Oh, oh. So, da sagst du einmal dahin. Dann gibt es den Shining Wizard und Bulldog. Obwohl er mittlerweile diesen nur noch ganz selten zeigt. Er macht Shining Wizard und dann zeigt er eine Clothesline. So, steh mal auf. Vielleicht schaffen wir es ja auch schon mit einem Dings hier. Und komm schon. Und ich habe mal gelesen. Oh, ich lauf mal weg, bitte. Nein! Nein! Nein, mein Freund! Nein! Mist! 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 Oh, hoffentlich komme ich da noch raus ohne Resiliency. Das wäre ganz praktisch. Da blute ich auch schon. Komm! Ja! Los raus! Okay, warte, Moment. Eigentlich kann ich noch ein bisschen im Ring bleiben. Oder, na, ich weiß nicht. Beide auf dem Kopf. Er hat gerade keinen Finisher. Ich dachte, jetzt wollte er mich pinnen. Ich glaube, ich gehe doch mal langsam raus. Gut. Wir haben ein Comeback nämlich. Ich will das mal einfach ausprobieren. Gucken, ob das funktioniert. Er hat auch ein Comeback. Aber wir werden zuerst ansetzen. X. Nein! Fick dich! Fick dich! Nein! Nein! So! Nein! Das Comeback kann ich vergessen. Aber sowas von. Aber sowas von. Jetzt komm, geh weg. Ja, ist weg. Jetzt macht er nämlich sein Comeback. Haben wir Contact, okay. Und er hat sein auch verloren, okay. Ich gehe raus. Ich gehe weg hier. Das ist mir zu gefährlich.
Vielleicht vorher noch einen OMG-Moment zeigen. Eine Ringbarrikade durchbrechen. Wenn das klappt. Aber Resiliency haben wir noch nicht eingesetzt. Das ist schon mal ganz gut. 20.000er Bonus. Er will mich doch nicht zurück in den Ring schicken. Oh, Mann. Gut. Na, ich geh raus. So, taunten wir. Du sollst einmal da... Mann! Nur weil er mit seiner Animation noch nicht fertig war, bestimmt. Zu früh. Zu früh. Nicht pinnen. Nicht pinnen. Habe Erbarmen. Habe Erbarmen. Komm her. So, jetzt aber. Danke. Jetzt kann ich eine Runde taunten. Jawohl, jawohl, jawohl. So. Boom. So, zack, zack. Unglücklicherweise wurden wir dort gekontert. So. Nein! Er soll dahin. Hoffentlich halten wir den Finisher lang genug. Nein, nein. Nein. Einmal greifen. Na, Alter. Ja, fick dich. Macht da jetzt gar nichts. Kannst vergessen. Kannst vergessen. Nein. Alter, komm. Lässt du mich... Schon wieder? Was bringt dir das? Gar nichts. Das ist es nämlich. Das ist es nämlich. Nein. Komm. Mann. Leute, was mache ich falsch? Er hat einen Signature Move. Ich möchte... Gekottet! Jawohl! Glaub's nicht. So, wie wär's... Ich probiere noch einmal ihn dahin zu whippen. Wenn alles gut geht. Jawohl! OMG-Moment! Es geht doch! So, ich gehe jetzt zur Stage. Ich gehe zur Stage und taunte dort eine Runde. Adrenalin verschwindet. Can't stop it anyway. Anyway. So, Taker, ich warte mal auf dich. Auf deine Ankunft, eher gesagt. So. Weiter taunten. Die Resiliency von ihm müssen wir auch noch wegkriegen. Ja, voll! Ohne dass er uns umdreht, habe ich gekontert. Mensch. Bin gut dabei heute wieder. Na, steh auf. Jawohl! GTS-Time! Da kommt er auch schon. Boom! Wie sieht der Schaden aus? Alles klar. So, erneut der Ansatz zum GTS. Boom. Ich möchte den Körper auch noch rot kriegen. Muss ich mal gucken, was für Moves mir da zur Verfügung stehen. Finisher, ja, offensichtlich nicht. So. Ich finde es schade, dass man nicht auf den Körper gehen kann in dieser Lime Damage Auswahl. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Na, Elbow Chop. Den habe ich nicht gekriegt. Alter, komm schon. Da muss doch was möglich sein. Suplex. Hier an dieser Stelle. Nein, nein, nein. So. Komm, mach mal. Cobra Clutch. Resiliency muss erstmal weg. Oh. Das wäre noch nicht der Sieg. Interessant. Dann lasse ich den mal zu Ende machen. Aber geh auf den Kopf.
Interessant. Er hat erneut einen Signature-Move. Na. So ein Misterbauch. Na, na, na. Er whippt uns. Okay. So, na, dann machen wir mal die übliche Taktik. Sehr schön, sehr schön. Buh. Möchte trotzdem noch eine Submission oder sonstiges zeigen. Dragon Sleeper! So, jetzt muss er Resilience hier einsetzen. Jawohl. Die ist dann somit auch weg. Die haben wir nun weg. So. So, ich scheiß jetzt drauf. So, probier jetzt folgendes. Ich werde jetzt schon den ersten Finisher machen. Dann zurück zum Ring gehen und dann auf seine Ankunft warten. Und hoffen, dass es alles klappt. So. So, GTS Nummer 1 und der zweite folgt zugleich. Ich warte nämlich im Ring auf ihn. Auf ihn. Ab. So. Noch ein bisschen taunten. So, jetzt warten wir auf seine Ankunft. Nein! Scheiße! Kackendreck! Nein, ich hätte ihn heben können! Ich hätte ihn heben können! Oh oh! Nein! Nein! Oh, komm schon! Ich bin so schlecht in Pins! Was ist das für ein Kack-Match-Ende? Ey, komm. Och, nö. Vielleicht in der nächsten Folge wieder? So, Siegerbonus hat, glaube ich, nochmal 20.000 wieder gegeben. Und Resilience, ja, wäre 80.000 oder sowas. Nee, Siegerbonus 10.000, ne? Auf jeden Fall 70.000 hätte es gegeben, hätten wir Resilience hier nicht einsetzen müssen. Hätten wir nicht einsetzen müssen. Oh, Mann. Ja, wie dem auch sei. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. So, nach einer Streak, würde ich mal behaupten, haben wir leider dieses Mal es nicht geschafft, den Taker zu besiegen. Und somit seine Streak zu beenden. Ich hoffe, ihr seid morgen oder beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt Franz vs. Streak. Und nicht vergessen, diesem Video einen Daumen nach oben zu geben und in die Kommentare zu schreiben, mit wem ich als nächstes Mal probieren soll, die Streak zu beenden. Bis dahin, euer Franz.